Hej tillsammans! Jag är Drake Hata. Das ist Schwedisch und bedeutet so viel wie Metal-Leute. Ich bin ein Drachenfreund. Ja, und damit herzlich willkommen alle zusammen gegen Mobbing. Das ist ganz wichtig, das wollte ich schon lange mal sagen am Anfang. Der heutige Vlog des Drachens war ein bisschen kurz und der Arnold Degger, Liebe geht raus, hat sich natürlich auch schon fast in Echtzeit drum gekümmert. Das ist im Moment so ein Ding, wie gesagt, das habe ich im letzten Video kurz erwähnt. Tagesaktuell, der Arnold Degger, der schnasst das kurz nach Release raus und ich suche mir da meistens nochmal so eine kleine Zusammenfassung oder wir machen was ganz anderes draus, so wie heute, denn der Vlog war relativ kurz und ich habe mir überlegt, wisst ihr was? Wir machen heute mal einen Tag im Leben des Rainers. Und das machen wir ganz entspannt mit einer kleinen Kanutour. Denn das Video wird nicht ganz so lang. Und mal gucken, was uns noch einfällt. Ja, ein Tag im Leben von Rainer. Heute hat er uns so auf mehreren Stufen dran teilhaben lassen. Und die wollte ich mit euch einfach mal zusammen durchgehen. Und mal gucken, wie weit wir kommen und mal gucken, wie lang das heute so geht. Angefangen hat das Ganze mit einem Frühstücksstream, denn der Drache wurde früh geweckt. Wie kann es auch nur sein, dass wenn er in einem letzten Vlog raushaut, wann er schlafen geht, wann die Kackhäder einen endlich schlafen lassen, so um 5 und 6. Und komischerweise ein paar Tage später denkt sich die Hater-Community, ja, na dann kommen wir doch mal um 6 vorbei, ist ja kein Problem. Man kann sich's nicht ausdenken und wie gesagt, das sind die Geister, die er rief. Irgendwie habe ich da auch kein Mitleid mit. Aber was soll's, starten wir mit Rainers Frühstück. Ich erspare euch, auch um nicht seekrank zu werden, ich erspare euch einfach mal die Bilder. Hören wir den Rainer beim Futtern zu. Ich glaube, das ist noch ein bisschen intensiver, wenn man ihn einfach dabei hört. Das reicht auch schon. So, also, guten Morgen, Rainer. So, Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ich habe auch wieder festgestellt, beim letzten Video war der Drache ein bisschen zu laut. Jetzt kommt er mir gerade ein bisschen zu leise vor, aber ich lasse es erstmal so. Heute mal ohne Intro-Sound oder Song oder was auch immer. Ja, lohnt sich nicht, brauchen wir nicht. Weil ich mir gedacht habe, Stimmung ist neutral, das hört man am frühen Morgen, das ist nicht so seine Zeit. Also, wie gesagt, mittlerweile, er hat es geschafft. Er kriegt 24 Stunden Besuch. Das sind die Geister, die er sich gerufen hat, Rainer. Also, der Rainer, wollte ich sagen. Kurz, ich liege auf Konzentrieren, sorry. Heute mal. Ja, er muss sich auf Cookie-Clicker. Das ist ganz wichtig. Also, jetzt mal ernsthaft, wieso macht der Typ ein Video und spielt dabei? Ach, egal. Ohne Intro-Sound. Weil ich mir gedacht habe, jetzt machen wir Frühstücksstream erst einmal und dann legen wir los mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild. Ja, also das ist für Rainer Qualitätscontent, wenn sich seine Drachis angucken dürfen, wie er sich Essen reinrendert. Und ja, es ist schon was Besonderes, der Rainer. Und da habe ich mir gedacht, wir machen es einfach so. Wir lassen das jetzt einfach beim Frühstücksstream als Intro quasi. Ja. Ja, muss auch reichen, ne? Also da für 50 € im Monat oder aufwärts, da musst du jetzt auch nicht so viel verlangen. Reicht ja, wenn du ihn gegen Mobbing unterstützt. Das kann ich verstehen. Sollte hinhauen. Gut, der erste Grund. Was ist eigentlich los? Warum bin ich heute ungewöhnlicherweise schon um knapp 8 Uhr wach? Um 8 Uhr. So. Jetzt überlegt jeder mal, wann bei normal arbeitenden, zur Schule gehenden, studierenden Menschen der Wecker geht. Das ist im Prinzip relativ easy erklärt. Also ich meine jetzt nicht die Leute, die aus dem Nachtdienst kommen oder aus dem Spätdienst, die dann erst um Nachmitternacht zu Hause sind oder erst früh morgens, na klar, legen die sich hin. Aber so der normale Tagdienstler, nenne ich es jetzt mal, der Mensch, der so von 9 bis 16 Uhr arbeitet oder von 8 bis 16, was auch immer. Also um 8 Uhr auf jeden Fall wach ist. Ich habe mal wieder Vollidioten von meiner Haustür gehabt, die mich aufgeweckt haben. Ich habe gerade mal 3,5 Stunden geschlafen.
Aber du brauchst nur noch 4 Stunden. Ich meine, das ist mal eine halbe Stunde weniger. Das packst du doch mal. Und dann bin ich aufgeweckt worden und konnte nicht mehr schlafen. Ich habe noch eine Stunde lang versucht zu pennen, aber das hat dann nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich einfach gedacht, pff, scheiß auf diesen Scheiß. Ah, scheiß auf diesen Scheiß. Normalerweise hätte er doch gesagt, YOLO, oder? Und ich habe es dann einfach bleiben gelassen und bin einfach wach geblieben. So, das ist eigentlich die einfache Erklärung daran, dass ich noch. Ach, wieder diese Stimmlage, ne? Oh, Mitleid. Oh, ich armer Mensch. Wach bin. So, ich habe jetzt die Zeit genutzt, einkaufen zu fahren in aller Frühe, Um 8 Uhr morgens. weil dann nervt mich schon keiner um die Uhrzeit. Alter, was sind das für Semmeln? Die sind ja mal mega flausch. Also man sieht es angedeutet bei Rändern hochladen, Liebe geht raus. Er hat sich ein Leberkäs-Semmel gekauft. Also wie sie es mittlerweile ja überall in Deutschland gibt, oder sehr häufig in Deutschland. Dickes Brötchen, dicke Scheibe Leberkäs drauf und gib ihm. Und Rainer, es tut mir leid sagen zu müssen, aber selbst das knusprigste Brötchen, wenn da so ein dicker, fetter Klotz Leberkäse drauf ist und vielleicht noch ein bisschen Soße, ob das jetzt Senf ist oder was auch immer. Und wenn man das noch mal richtig schön in die Tüte packt für ein paar Minuten, das suppt durch. Also dann wird jedes knusprige Brötchen, ja, wie du das nennst, flauschig. Ja, schau ich diese Semmeln an. Man könnte auch sagen, es trieft dann ein bisschen. Alter, guck dich mal diese Semmel an. Die ist voll mega flausch. Ich komme kaum hin. Die ist voll mega flausch. Oder sie haben das Brötchen von gestern genommen und noch mal ein bisschen in die Mikrowelle. Dann werden die auch mega flauschig. Ist das für eine Semmel, Alter? Aber das möchte ich jetzt niemandem unterstellen. Vielleicht war er ja bei Marion einkaufen. Wer weiß. Die weiß, was er mag. Das ist ja keine Semmel, das ist ein Marshmallow. Wie wir wissen, mag er keine Marshmallows. Es wäre ihm zu süß. Da kann man kaum reinbeißen, so weich ist die. Was gibt's zum Frühstück? Ein LKW. Und nein, das heißt nicht, ich habe mega Hunger, sondern das hier ist tatsächlich ein LKW. Oder das nennt man so bei uns. Ja, Rainer, niemand weiß, was ein LKW ist, outside von Bayern. A Leberkässemmeln warm, das hat noch keiner gehört. Außerhalb von Bayern. Gibt auch überhaupt keinen Leberkäse außerhalb von Bayern. Habe ich noch nie gesehen, irgendwo im Supermarkt und an einer Fleischtheke. Das hat sich nicht durchgesetzt. Ich müsste gar nicht auf Pause machen, ne? Also er setzt sich jetzt da vor die Kamera und schnasst sich so mit 3 Hubs so ein riesen Semmeln, so ein riesen Brötchen mit Leberkäse rein. Und das war eine dicke Scheibe. Guckt euch bei Rändern hochladen nochmal an. Also das war jetzt nicht fein geschnitten. Einfach mal mega Flausch. My honey. Ich stehe auf mega Flausch, aber das ist echt mega, mega Flausch. Und das Essen, das ist nicht unbedingt geil. Die Kalorien sind mega flausch, mein Freund. Ich kann es einfach laufen lassen. Nom, 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 nom. Für die Leute, die nicht wissen, was ein LKW ist: Ein LKW ist eine sogenannte Leberkässemmel. Und jenseits des allgemeinen Volksglaubens außerhalb von Bayern, da ist keine Leber drinnen, zumindest soweit ich weiß. Ja, Rainer, also das glaubt niemand, dass in Leberkäse oder Leona oder Schinkenwurst oder wie immer dieses Brät heißt, dass da keine Leber drin ist. Naja, was soll's. Das ist im Prinzip einfach nur klein gemaschtes Fleisch, was irgendwie noch verarbeitet wird. Und das wird dann im Ofen gebacken. Und dadurch wird es dann fest und robuster. Und dadurch bekommt man dann den Leberkäse.
Ja, Rainer, das kannst du, glaube ich, in so ziemlich jedem Supermarkt in Deutschland mittlerweile sogar kaufen, dass du den Leberkäse dann zu Hause im Ofen aufbackst. Ach ja. Ich mag Das es, wenn Geile einem ist, was erklärt. der ist so frisch, dass der gerade, als ich drinnen war im Laden, der noch nicht mal fertig war. Ich habe dann noch ungefähr 8 Minuten, 9 Minuten warten müssen, bis der fertig war. Absolut unglaublich, dass man morgens bei Ladenöffnung in einen Supermarkt geht, zur Fleischertheke geht und dann frische Sachen bekommt, die dann vielleicht gerade frisch gemacht werden. Ah ja. Ach ja, Rainer, was sollen wir dir jetzt erklären? Es tut mir leid, ich muss doch sagen, da merkt man einfach so, das ist Rainer. Das ist die normale Welt trifft auf ihn und er findet es natürlich toll. Ich gönne ihm das auch und ich habe auch, Gottes Willen, jeder soll sich morgens irgendwo beim Bäcker oder beim Fleischer seine Leberkässemmel holen. Das ist was komplett Normales. Aber es ist eben etwas Alltägliches, etwas Normales. Und ja. Für ihn ist das was Großartiges. Was ich damit sagen will, eigentlich ist das ja traurig, wenn alltägliche Dinge für einen Menschen sowas Besonderes sind. Boah. Rindfleischenspeck ist das. Ich habe keine Ahnung, wie man den macht. Aber ich weiß nur, dass da, glaube ich, kein Leber drin ist. Der heißt nur Leberkäse. Ja, das haben wir jetzt rausgefunden, Rainer. Boah, mega Flausch. Ja, Mega Flausch Nummer 2 Wenn man übrigens. diese Semmel nicht anfasst, dann kann man sich nicht vorstellen, wie weich die ist. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Also, er hat sich 2 Mega Flausch Leberkäse Brötchen Semmeln geholt. Da komme ich mir beim Müsli arm vor. Wieso? Ich esse das auch nicht jeden Tag. Ich esse das jetzt heute mal. Also, wie gesagt, nicht falsch verstehen, das ist kein Neid, ich gönne ihm das, aber so 2 fettige, triefende, riesengroße Leberkässemmeln. Also, ich weiß es nicht, ich glaube, ich würde das am Stück nicht schaffen. Und er mampft die einfach mal so in 2 Minuten weg. Da merkst du, so eine gewisse Körperfülle braucht natürlich auch ein bisschen Nahrung. Und der einzige Punkt, an dem ich mich jetzt einfach so ein bisschen echauffiere darüber, das kannst du doch nicht in einem Stream bringen. 10 Jahre Profi-YouTuber. Und was macht er? Setzt sich vor die Kamera und mampft erstmal lecker flauschige Leberkäsebrötchen und wartet einfach drauf, dass nebenbei die Barne wieder reinkommen. Wie gesagt, Profi-YouTuber. Leber ist nicht drin. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Leberkäse selber gemacht. Das ist ein LKW mit ABS. Nee, erklär's nicht. Erklär's nicht. Du erklärst doch sonst so gerne. Profi-YouTuber. Das muss man einfach mal erwähnen. Treffer. Safe. Er hat einfach diese Tüte zusammengeknüllt, hat sie irgendwo hingeschmissen. Treffer. Ja, ich meine. Wenn das ganze Zimmer, wenn das ganze Zimmer das Tor ist, klar, Treffer. Und das ist Rainers Tag. Es ist spannend, doch mal daran teilzuhaben, oder? Das süße Senf drauf. Nee, normaler Senf. Welcher Perverse haut bitte süßen Senf auf ein Leberkäse? Wow. Wer scharfen Senf nicht mag, oder klar, süßer Senf wäre jetzt mehr was für Weißwürste, aber gibt Schlimmeres, oder? Also sorry, aber das finde ich pervers. Mega pervers sogar. 2 triefend nasse Leberkässemmeln in einem weglutschen, das ist pervers. In die Kamera zu gucken, während man das isst, ist pervers. Einfach so ins Mikro zu husten, ist pervers. Das kann man rausschneiden.
Ketchup ist bei uns in Bayern bei Leberkäse eine Straftat. Ja, das ist echt so. Auf ein Leber. Wobei als Kind muss ich sagen, war mir Senf zu scharf. Ich mochte Senf als Kind nicht. Ja, da war mir dann schon lieber, wenn ich dann Ding hatte. Bei den Kindern kann ich sagen, also bei Kindern sage ich, da ist es okay, wenn die keinen Senf drauf machen, wenn die dann lieber Ketchup wollen. Aber als Erwachsener gehört da schon Senf drauf, finde ich auch. Man kann es ja auch mischen, so wie beim McDonald's Burger. Einfach ein bisschen Senf, ein bisschen Ketchup, dann wird es ein bisschen süßlicher. Ah ja, das ist egal. Ach, schon spannend, Guten der Morgen, wir sind Stream. schon auf. Weil mich Hater um 5:30 Uhr aufgeweckt haben und ich dann eine Stunde auf die Polizei gewartet habe und dann ist immer noch niemand gekommen. So, jetzt. Schöner Punkt. So, jetzt stell dir mal vor, du bist ein Polizist und ich weiß nicht, wie lange die Nachtschicht geht in Neustadt an der Aisch, aber keine Ahnung, dass du von vielleicht von Mitternacht bis 6 oder von 22 Uhr bis 6, könnte ich mir vorstellen, ist eine Uhrzeit, oder auch von Mitternacht bis 8. Und jetzt überleg mal, angenommen, es wäre so bis 6 Uhr und dann kriegst du um 5:30 den Anruf, Winkler, wer sonst? Und da kann ich mir so richtig vorstellen, wie du auf der Wache sitzt und sagst: Nee, nee, ich hab gleich Feierabend, zu dem fahre ich nicht nochmal hin. Und genauso lustig ist es, wenn dann deine Ablöse kommt auf die Wache. Das kann ich mir so richtig vorstellen. Und du wirst schon mit so einem Grinsen begrüßt und du kommst gerade in diesen Raum, keine Ahnung, freust dich auf deinen Kaffee, freust dich, dass die Schicht losgeht. Und dein Kollege grinst dich schon so an und du weißt schon: Altschauer Berg 8, richtig? Und alle sagen: Ja, viel Spaß. Ach so, der hat schon vor 2 Stunden angerufen, du solltest dich beeilen. Das ist so wahrscheinlich so ein internes Polizeimobbing. Und ich habe dann versucht zu schlafen, noch eine Stunde, und dann habe ich aber nicht mehr schlafen können, dann bin ich aufgestanden. Schrecklich. Okay. Okay, erstmal flupp und dann schwupps und los geht's. Was nehmen wir heute in Angriff? Wir haben jetzt nicht viele Leute, die gerade schreiben, also. Ja, Rainer. Jetzt mal eine Frage, ganz ehrlich gemeint sogar. Welche Zielgruppe hast du, wenn du morgens streamst? Was glaubst du, wie viele Drachis morgens Zeit für dich haben? Die Schüler sind raus? Die Studenten? Ne? Ich glaube nicht, dass du Studenten als Drachis hast. Das ist ja so deine Hatergruppe eigentlich. Leute, die morgens arbeiten müssen, sind auch raus. Also, puh, das wird schon wenig. Sagt mir, was wollt ihr sehen? Das Masterschwert in Angriff nehmen? Da könnten wir eigentlich theoretisch gesehen jetzt hin. Wir müssten uns nur noch ein Herzteil holen. Dann könnten wir uns das Masterschwert in Angriff nehmen. Wollen wir lieber Titanen machen oder soll ich lieber einfach rumrennen und Schreine suchen? Also Leute, ihr habt die Entscheidung. Ihr habt 5 Minuten Zeit, euch zu entscheiden. Wenn sich niemand entscheidet, entscheide ich. So. Wir spielen das 35. Mal Breath of the Wild. Das kann man sich nicht ausdenken. Profi-YouTuber, Profi-Streamer. Ich kann nicht schlafen, ich habe eine grauenvolle Krankheit. Bett. Wieso kannst du nicht schlafen, wenn du eine grauenvolle Krankheit hast? Ich meine, ich verstehe, dass das mit Sicherheit nicht einfach ist, aber dann, schlafen ist doch eigentlich eher förderlich für die Gesundheit. Lass das ein Troll gewesen sein und nicht irgendwie, nicht irgendjemand, der wirklich eine schwere Krankheit hat. Das ist doch nicht schön, sowas. Restless Leg Syndrome. Sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt, muss ich mich mal informieren. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass es dir bald gute Besserung gibt. Mein Weg geht's, bin arbeiten. Oh, Rainer, du könntest es wenigstens mal ganz, ganz kurz googeln. Ich meine, wie lange würde es dauern, das mal kurz zu googeln? Restless Leg Syndrom. Leute, die einfach so das Bein nicht zur Ruhe kriegen. Im harmlosesten Fall sind das genau die Leute, die neben dir sitzen und die ganze Zeit mit dem Bein so weißt du, bam, 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 bam. Oder am besten so gegen die Tischkante so. Und du sagst: Mein Gott, sitz doch mal ruhig. Kann aber auch ein Vitaminmangel sein, kann Eisenmangel sein, kann tatsächlich auch ernste Hintergründe haben. So, kann von der Niere kommen. Ach, was rede ich? Ist ja auch wurscht.
Und ja, komm, bringen wir den Stream mal zu Ende. Kein Bock heute. Ja, das ist halt Freitag, ne? Wer hat schon am Freitag Bock zu arbeiten? Ja, Freitag ist ja fast Wochenende, nur für die meisten. Rainer, du arbeitest auch sonst nicht anders, ne? Das wollte ich mal kurz erwähnen. Schön, Mann. Minitu, Bock auf ein Eis? Kennt wahrscheinlich auch keiner mehr, aus welchem Film das ist, ne? Rainer, kurze Anmerkung nochmal, das, was du Arbeiten nennst, das nennen andere Freizeit. Geronimo, Minitu, Pokémon-Tanks. Wie ein Zwölfjähriger, oder? Ich bleib dabei, das ist doch kein erwachsener Mann, das ist doch ein Zwölfjähriger. Ja. First try? Mit welchem Elan er das auch spielt, ne? Also, wow. Da sind andere große Streaming-Gaming-YouTuber echt ein Dreck gegen. Also, die machen das echt langweilig gegen Rainer. Ich hab das noch nie First Strike geschafft, im Gegenteil. What? Ich hab das noch nie First Strike geschafft. Noch nie. Rausziehen, dämmer es noch und dann würde ich den Stream beenden. Dann haben wir einen kleinen Frühstücksstream gemacht. Ein bisschen Zelda. Und dann lege ich mir noch eine Stunde auf die Couch. Ja, das lasse ich mal da so im Raum. So. Epische Szene. Das ist so schwer da halten. Oh yeah. Naja. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, euer Drache. Und wahrscheinlich werde ich heute Nachmittag nochmal streamen. Dann ganz gemütlich und gechillt. Tschüss. Ja, tüdelü. Ja, und natürlich, du hast es schon gemerkt, ich habe das Video ausgetauscht und wir machen heute tatsächlich mal etwas anderes. Wir zeigen den Rainer mal bei seiner harten Arbeit. Mal ohne Ton, denn den Ton möchte ich dafür nutzen, seinen Vlog einzuspielen. Aber ja, so ging des Drachens Freitag denn so los. Und jetzt fragst du dich natürlich, hey, was hat der sonst so gemacht? Und da empfehle ich nach wie vor bei Twitter, den Drache schaut. Und auch da Liebe geht raus, denn da steht sehr oft drin, was der Rainer so macht und wie lange er das so macht. So hat er denn heute 4 Cookie-Clicker gespielt, zwischendurch ein bisschen Gas Station Simulator. Games of War war auch mal so ein paar Minuten. Und natürlich hat er den Hamster geschrubbelt. Das kann ich dir genau sagen. Zwischen 15.06 Uhr und 15.16 Uhr. Und anscheinend heute ohne den Gizmo VR-Player. Vielleicht hat das mit einer gewissen Motion Sickness zu tun, die er sich bei Beat Saber geholt hat. Und was er auch einmal nach 8 Minuten abbrechen musste. Ja. Wie heißt, die Stimmung ist hoch, ne? Man redet über Rainers Tag und man weiß einfach, dieser Typ hat heute echt viel erreicht. Das ist der Hammer. So, und jetzt sind wir eigentlich auch schon fast durch. Also das war der große Rainer Morgen. Er hat sich einen schönen, leckeren LKW ohne ABS reingerendert. Und dann kam natürlich abends der obligatorische Vlog Nummer 137. Und lassen wir einfach Rainer ein bisschen Beat Saber spielen. Auch da merkt man, auch im Fenster merkt man, Rainer ist so ein Typ, da musste er stehen, das war so anstrengend, macht also nicht so lange. Und er haut einfach. Das sieht aus, als wenn so ein 3-, 4-, 5-Jähriger diese VR-Brille aufkriegt und sie hier, mach mal irgendwas. Und wenn man dann ein Spiel so auf einfachster Stufe spielt, dann kommt wahrscheinlich ungefähr genau das Gleiche raus, was Rainer da macht. Ich will das Spiel nicht kaputt reden, ich will die VR nicht kaputt reden, aber das ist halt ein kleiner Junge, der das unbedingt haben wollte. So, gehen wir mal hier in ein laufendes Bild. Guck mal, das ist Rainer. Gib mir. Ich will auch gar nicht sagen, dass das bei jedem anderen nicht genauso aussieht, wenn man die VR-Brille aufhat und irgendwie versucht, dann mit diesen Laserschwertern da irgendwas zu bringen. Also jeder sieht, wenn er gefilmt wird mit der VR, ein bisschen dullig aus, aber nun ja. Gehen wir in den Vlog. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Metal-Rainer. Ja, hartes Leben. Hartes Leben.
Entschuldigt. So, merkt ihr, da ist doch überhaupt null Unterschied zu dem, was morgens war. Er ist, morgens war er kaputt, abends ist er kaputt, jetzt macht er, keine Ahnung, die Nacht wieder durch und daddelt irgendwas und wundert sich, wenn er dann komplett müde ist, dass die Hater dann kommen. Wir haben 15.26 Uhr. Ich habe kaum geschlafen die Nacht, weil ich habe mich hingelegt und dann nach etwa 2,5, 3 Stunden waren wieder mal Vollidioten da, mitten in der Nacht um, was war das? 5.30 Uhr, 5.36 Uhr, irgendwas in die Richtung. Rainer, zwei Anmerkungen. Und da wiederhole ich mich. Auf der einen Seite hast du gesagt, wann du schlafen gehst. Würde ich so nicht tun. Jetzt hast du die Geister, die du gerufen hast, vor deinem Tor stehen. Ja, auf der anderen Seite 3 Uhr schlafen gehen. Und dann um 6 wieder aufgestanden. Um 6 eine normale Uhrzeit für Menschen, die ein Leben haben. Ausgenommen Spätdienst und Nachtdienst, aber für normale Menschen, die tags arbeiten, tagsüber. Ist das normal, um 6 aufzustehen? Dann auch nochmal um 6 Uhr und die haben dann, das waren nochmal die gleichen, die haben nochmal Böller geschmissen auch. Der Ofen macht auch wieder Krach, entschuldigt, falls man ihn hört. Das haben jetzt auch schon mehrere Leute angesprochen. Wenn der Ofen so Geräusche macht, macht dir das keine Sorgen? Also denkst du da nicht irgendwie mal, ich gehe auf Fehlersuche? Also der Ofen macht das ja bestimmt nicht umsonst, diese Geräusche. Wenn es ein ölbetriebener Ofen ist, vielleicht fehlt dir das Öl oder vielleicht ist irgendwas kaputt gegangen. Ist dir egal, oder? Also ich meine, wurscht. Jetzt gerade ist er ruhig. Ja, es ist halt wieder so ein richtig typischer Abfuck-Tag heute. Eigentlich wollte ich heute auf dem Hauptkanal noch ein bisschen streamen. Ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt einfach noch zu müde bin. Ich habe heute Morgen einen kleinen Stream gemacht für knapp eine Stunde. Also. Ja, war lecker, ne? 48 Minuten haben wir, glaube ich, gestreamt. Ja. Für die kommende Woche, ich überlege, ob wir einen Dragon Monday wieder machen am Montag als Livestream. Also wird nicht passieren. Das muss ich noch checken, ob ich das mache oder nicht. Wer schreibt dir denn die Skripte? Hast du da wieder jemanden gefunden? Überlege ich mir noch. Und ansonsten, ja, gibt es eigentlich heute nicht mehr viel zu erzählen. Ich habe jetzt heute nicht mehr viel vor. Habe mich jetzt vorher noch mal eine Stunde oder zwei auf die Couch gelegt gehabt. Wirklich geschlafen habe ich aber nicht. Das Problem. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das Zarensofa, Mensch, das gibt's noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da irgendwie gemütlich drauf lädt. Und wieso auf die Couch? Wieso gehst du da nicht ins Bett? Was? Warum? Problem ist, ich bin zwar müde wie die Sau. Ich bin zwar müde wie die Sau, aber schlafen kann ich immer noch nicht. Hat nicht aber was mit Licht oder Dunkelheit oder so zu tun, sondern ich kann einfach unterm Tag nicht schlafen. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, Idioten vor meiner Haustür, bla bla bla. Ja, das hatte Arnold Decker schon angemerkt und ja, die Hater sind tief in deinem Kopf. Und rein, ja, natürlich, das merkt man ihm an. Er rechnet 24 Stunden am Tag mit Besuchern. Irgendwo erwartet er sie auch. Er braucht sie irgendwo auch. Das ist dieses ganz toxische Ding mittlerweile. Also, man kann ihm echt nur wünschen, dass er bald seinen Frieden findet in der JVA. Aber es ist auf jeden Fall schwierig. So. Und das, was die Hater momentan wieder abziehen, das beweist eigentlich genau das, was ich ja die letzten Jahre schon sag. Hater haben keinerlei Vernunft. Ich habe vorgestern... Oh, jetzt kommt er wieder so. Ja, Hater haben keine Vernunft. Nein, Rainer, wenn ich zum Tanz zu mir einlade und das immer und immer wieder mache, dann kommen irgendwann Leute und folgen dieser Einladung. Auf gestern ein Video gemacht gehabt, wo ich gestern hochgeladen habe. Wo Hater um 3 Uhr, 4 Uhr vor meiner Tür standen, am Donnerstag auf... Ach, das Video. Also das eine Video, wo Hater vor deiner Tür waren. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Freitag und jetzt Freitag... Nee, Quatsch, Mittwoch auf Donnerstag, Entschuldigung. Und jetzt Donnerstag auf Freitag, ja, sind wieder irgendwelche Idioten vor meiner Haustür gewesen, haben wieder rumgeschrien in der Früh, haben dann rumgeböllert, früh um 6 Uhr morgens. Böllern die hier rum zur Zeit, wo andere Leute auf die Arbeit gehen oder von der Arbeit kommen. Ja, Rainer, das ist auch schon wieder das Traurige an der ganzen Nummer. Wenn die Leute in Altschauerberg dann zur Arbeit fahren, kriegen sie es im besten Fall gar nicht mehr mit.
Und da bist du wieder der Einzige, der es mitbekommt. Und ja, auf der anderen Seite, das Dorf wird so feiern, wenn du da nicht mehr wohnst. Und es wird zur Ruhe kommen und man kann es diesem Dorf einfach nur wünschen und der Dorfgemeinschaft. Ganz ehrlich, das ist so meh. Das ist einfach nur meh. Was anderes fällt mir dazu echt nicht ein. Ja, es ist einfach nur meh. Und weißt du was? Mir hat dein Video so gut gefallen. Ich mach's nochmal an. Gut, wie dem auch sei, ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Würde dann den Stream, würde das Video jetzt schon mal beenden, weil wie gesagt, ich habe nicht wirklich viel zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ich heute noch einen Stream auf dem Hauptkanal mache. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ansonsten werde ich mich dann morgen und übermorgen dran setzen, den Dragon Monday vorzubereiten. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob er wirklich kommt. Ich will ihn aber machen und ich versuche ihn auch zu machen. Also die Chancen, dass er kommt, die sind gering. Also da müsste er sich jetzt wirklich mal ordentlich zusammenreißen am Wochenende und was schreibt, ne? Puh, sehe ich noch nicht, Rainer. Sehe ich noch nicht. Aber ob ich das letzten Endes dann doch umsetze Hatten wir das heute schon? Letzten Endens. oder vielleicht auch bleiben lasse, das kommt dann darauf an. Ich habe für nächste Woche nämlich auch noch einige Sachen vor. Umzug? Vielleicht? Also wäre mal eine nice Sache. Momentan alles ein bisschen schwierig. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein und tschö, tschö. Und du scheiß Ofen, halt jetzt endlich die Fresse. Du hältst rum, sonst würde ich dich bannen können. So, jetzt hätte ich den Ofen fast rausgeschnitten. Ja, also jetzt mal unter uns, Leute, ist das nicht traurig? Das ist das Leben von Rainer. Das ist ein normaler Tag im Leben von Rainer. Du wirst früh morgens geweckt von deinen Hatern und natürlich kommen die jetzt um 6. Wäre das so großkotzig rausposaunt, dass man sich ja erst um 5 Uhr hinlegen kann, neuerdings, natürlich rufst du damit genau diese Geister. Dann kommen genau diese Menschen, die dich besuchen wollen, kommen dann um 6, weil sie genau wissen, du bist vollkommen am Ende und du kannst nicht mehr. Das war mit Ankündigung. Tut mir leid, Rainer, ich habe ein bisschen Mitleid manchmal in solchen Situationen mit dir, aber das hast du dir selber eingebrockt und du hättest schon lange den Umzug machen können. Und wie gesagt, vielleicht findest du deine Ruhe irgendwann mal, wenn du im Knast sitzt. Ja. Naja, und dann hat er so einen Tag zwischen Wachsein und Nicht-Wachsein, also dieser Frühstückstream, den er da macht. Er glaubt ja, er tut da was für seine Fans. Und ich bitte dich, wer macht denn früh morgens einen Stream? Wer macht früh morgens ein Video? Da guckt doch keiner zu. Ehrlich mal. Also unter der Woche, das bringt einfach nichts. Aber für in Rainers Kopf macht das ja irgendwie Sinn und Bahnen müssen reinkommen. Auf der anderen Seite leicht verdientes Geld. Ich renne mir da einfach so ein zwei dicke, triefende Leberkässemmel rein. Oh, mir wäre so schlecht danach. Mir wäre wirklich schlecht danach. Aber gut. Und dann daddel ich den ganzen Tag entweder Cookie-Clicker oder irgendwelche anderen Spiele. Also ich mache das wirklich das Leben eines 12-Jährigen in den Ferien. Dann zwischendurch nochmal so den Hamster schrubbeln. Wie gesagt, das ist ganz wichtig in Rainers Leben. Man muss ja. Dann zockt er ein bisschen VR. Und ja, okay, aber hat es auch nicht lang durchgehalten. Ne? Also dieser VR-Stream, der ging so maximal 10 Minuten. Und dann war es das. Da muss er sich wieder hinsetzen. Ne? Und dann weiß ich, ob das die Motion Sickness dann schon auch schon ist. Und er steht vor allen Dingen, das schafft er nicht länger. Das geht nicht bewegen. Also da merkst du auch, in welcher körperlichen Verfassung er ist. Und ja, und da setzt er sich abends nochmal hin und macht dann auch wieder so ein One-Take von wegen, oh, die Hater und alles so scheiße und überhaupt. Das ist am Ende ein Tag in Rainers Leben. Und eigentlich ist das traurig. Und es lohnt sich jetzt auch nicht, das groß in die Länge zu ziehen. Das ist halt Drachenlords Friday. Boah. Jetzt überlege ich gerade, ob das eine gute Idee war, aus dem Vlog so ein langes Video zu machen. Wir sind jetzt schon ja, knapp über eine halbe Stunde. Ha! Ziehen wir es nicht unnötig noch mehr in die Länge, oder? Gucken wir einfach mal, was am Wochenende passiert, ob der Rainer irgendwas in die Welt hinausschnasst oder nicht, oder ob wir mal ein, zwei Tage Ruhe haben. Der Arbeitspulli saß ja nur auch ein bisschen eng jetzt bei uns Kack-Hatern und Kaspern. Wisst ihr was an der Stelle? Dir, genau dir da. Du, der du mir gerade zuhörst, vielleicht beim Einschlafen oder beim Aufräumen.
oder bei was auch immer. Ich wünsche dir und ich wünsche euch, Kaspern da draußen. Kaspern, richtig, aussprechen. Ich wünsche euch ein richtig schönes Wochenende. Habt eine gute Zeit mit euren Lieben und macht das, auf was ihr Lust habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Irgendwann, irgendwie, irgendwo da draußen. Tja. Mädel auf und bis zum nächsten Mal. Hey da.